Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, ich darf Sie da ganz herzlich begrüßen zur Vorlesungsreihe der Technischen Universität München zu Covid-19. Und wir haben jetzt schon wieder im Sommersemester die neunte Vorlesung für Sie, wieder mit einem ganz tollen Thema, diesmal aus dem Bereich der Medizin. Und diesmal geht es um die Haut. Was passiert mit der Haut bei einer Covid-19-Infektion? Was passiert mit der Haut bei einer entsprechenden Impfung? Ist es eine Impfreaktion oder was ist das alles? Und für Sie heute wieder ein ausgewiesener Experte dazu, Herr Professor Thilo Biedermann. Lieber Herr Biedermann, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Ja, ich freue mich. Herr Biedermann hat an der TU München, hier an der Medizinischen Fakultät, den Lehrstuhl für Dermatologie inne. Er ist ein ausgewiesener Experte, war vorher schon Chef sozusagen, Lehrstuhlinhaber an der Universitätshautklinik in Tübingen. Davor hat er in Wien geforscht und war in vielen Bereichen der Welt unterwegs. Sein Schwerpunkt ist die Immunologie und wie die Haut letztendlich darauf reagiert. Also der Experte, wenn es um Covid-19 und die Haut geht. Er war auch Sprecher eines renommierten DFG-Schwerpunktprogramms und ist für seine Forschungsarbeiten mit zahlreichen Preisen hoch dekoriert worden. Ja, lieber Herr Biedermann, schön, dass Sie da sind. Bevor wir von Ihnen hören, was es mit der Haut und Corona und Covid-19 auf sich hat, noch ein paar kurze technische Hinweise. Sie wissen, Sie können uns natürlich jetzt hier live zuhören, aber Sie können auch später die Vorlesung abrufen im YouTube-Kanal der TU München, wo Ihnen alles noch auch zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung steht, falls Sie jetzt unterbrochen werden oder falls Sie den Vortrag noch einmal anhören wollen. Am Ende des Vortrags freuen wir uns dann wieder auf Ihre Fragen und auf die Diskussion mit Ihnen und Sie können über die Chatfunktion unten uns schriftlich diese Fragen dann zukommen lassen. So, jetzt aber genug geredet, denn wir wollen ja heute auch pünktlich fertig werden, denn es wartet ja noch ein spannendes Fußball. Spiel auf uns. Die meisten, glaube ich, von uns werden das sicher verfolgen. Also, lieber Herr Biedermann, ganz herzlich willkommen nochmal und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort. Frau Kichle, ganz herzlichen Dank für diese freundliche Vorrede. Ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen heute sein kann und Ihnen einen Vortrag über die Haut bei Covid-19 und Corona-Impfung etwas erzählen kann. Es ist insofern eine Herausforderung, weil ich weiß, dass es sich hier bei Ihnen um ein sehr heterogenes Publikum handelt, also um medizinische Laien, aber auch um Mediziner. Vielleicht ist sogar der eine oder andere Dermatologe oder Allergologe dabei. Und da muss man natürlich bei einer solchen Vorlesung den Spagat hinbekommen, dass man für alle etwas mitgebracht hat, für alle etwas Interessantes und Wichtiges auch, was sie weiterführt und weiterbringt. Und da hoffe ich natürlich, dass ich da die richtige Auswahl getroffen habe. Das ist meine Inhaltsangabe. Auf Englisch habe ich die Slides gewählt, weil der ein oder andere vielleicht dann auf Englisch mitlesen kann. Ich werde aber den Vortrag auf Deutsch halten. Also die Haut. Mysterie oder Spiegel. Ja, man sagt ja, die Haut ist auch der Spiegel von Dingen, die im Körper passieren. Das ist der erste Punkt, den ich hier gewählt habe. Dann die Haut in der Pandemie und letztlich dann die allergischen Reaktionen auf die Vakzinierung, über die natürlich sehr viel diskutiert wurde in den Medien auch und was ich entsprechend auch aufgreifen möchte. Zunächst aber einmal zur Haut, Mysterie oder Spiegel von Dingen, die passieren. Ich will da ein bisschen historisch ausholen, weil wir uns manchmal in dieser Corona-Pandemie zurückversetzt gefühlt haben in Zeiten von, sage ich mal, deskriptiver Dermatologie, weil so viele Dinge neu passiert sind. Sie sehen hier ein Bild, das so um 1050 herum entstanden wurde, was aber aus dem Lukas-Kapitel der Bibel entnommen ist, die Geschichte, wo Jesus zu den Aussätzigen geht und die Aussätzigen eben heilt durch ein Wunder.
Was dahinter steckt und warum ich das herausgesucht habe, dieses Bild, und ich verwende das auch gerne in den Vorlesungen, ist, dass zu diesem Zeitpunkt natürlich Aussätzige Menschen waren, die einfach etwas an der Haut hatten. Und das waren nicht nur, wie in der Bibel geschrieben, Dezemviri Leprosi, also Leprakranke, sondern in diese, und das ist auch für diese Pandemie wieder sehr relevant, ja, die Menschen sind krank, sie werden von der Gesellschaft abgesondert, sie werden weggesperrt. Gedanken, die sehr schnell kommen, wenn der Mensch versucht, sich und seine Population zu schützen. Aber damals ist natürlich unter diesen Patienten, neben den Leprakranken, auch ein Psoriatiker, also ein Mensch mit Schuppenflechte, auch ein Mensch mit Neurodermitis, auch ein Mensch mit vielen, vielen anderen Hauterkrankungen. Und der Wunsch war natürlich, diesen Menschen zu helfen und sie reinzuwaschen, wie es hier in der Bibel und in dieser Darstellung kommt. Das hat aber lange nicht funktioniert. Hier sehen Sie ein Siegel eines Leprosoriums aus Köln, aber auch hier in München hat es solche Leprosorien gegeben, wo die Menschen mit Hauterkrankungen weggesperrt wurden zum Schutz sozusagen der gesunden Bevölkerung. Und da hat es natürlich viele erwischt. Ich hatte es gerade schon ausgeführt, egal welche Hauterkrankung vorlag, man würde da womöglich mit weggesperrt und spätestens da dann auch womöglich mit Lepra angesteckt, aber die Kenntnis dazu lag natürlich nicht vor. Deswegen brauchten wir unbedingt das Zeitalter der Aufklärung und so wie vielleicht ein Graf von Humboldt in Südamerika kategorisiert hat, was es da für Lebewesen gibt und uns vorangebracht hat, so brauchten wir auch in der Dermatologie solche, sage ich mal, ja, Personen, die einfach diese Kategorisierung vornehmen. Und einen, den ich hier zitieren möchte, ist Ferdinand Hebra, Ritter von Hebra, der einen dieser ersten Atlanten erstellen ließ und da also wesentlich auch wissenschaftlich beteiligt war, mit dem es dann gelungen ist, diese verschiedenen Hautkrankheiten endlich mal zu differenzieren. Das war Grundlage für die erste Lehre, letztlich Grundlage für das Fach der Hautkrankheiten, dass man nicht mehr alle in einen Topf schmeißt, alle in die Leprosorien wegsperrt, sondern sie differenziert auch langsam lernt, auseinanderzuhalten und zu behandeln. Das bedeutet, dass wir, wenn wir ausgehen von diesem mittelalterlichen Bild, da natürlich schon ein erhebliches Stück weiter gekommen sind. Ich will jetzt hier nicht mit den vielen Dermatosen hier langweilen, die es gibt. Die sind aber wesentlich und sie sind wesentlich für unsere heutige Diagnostik und Therapie, wie sie damals eben erstellt worden sind. Über das hinaus sind wir dann in die Mikromorphologie gegangen, also nehmen Biopsien, diagnostizieren die Architektur der Hautkrankheiten im zellulären Verbund. Wir haben dann verstanden, diese zellulären, die Zellen herauszunehmen, zu untersuchen. Hier sind Immunzellen gezeigt und wir können sie nicht nur klassifizieren in 1, 2, 3, 4, 5, sage ich mal, wie Sie es hier sehen, sondern wir wissen, dass diese unterschiedlichen Immunzelltypen für ganz spezifische Krankheiten verantwortlich sind. Sie sehen hier das Beispiel der Schuppenflechte, sowohl in dem klinischen Bild als auch in dem histologischen Bild. Und bei der Schuppenflechte, da sind eben ganz bestimmte Botenstoffe des Immunsystems ganz grundsätzlich verantwortlich für diese Erkrankung. Und wir können, und das sind eben viele Schritte später nach dieser Stratifizierung von Krankheiten, heute mit Antikörpern, die zum Beispiel das TNF oder das Interleukin 17 blockieren, viele Patienten völlig beschwerdefrei machen von dieser Schuppenflechte. Also nur, dass Sie auch sehen, dass diese Entwicklung wirklich dann auch zu Ergebnissen geführt hat. Die Humangenetik, die genetischen Untersuchungen gehen jetzt einen Schritt weiter und wir werden bald in der Lage sein, die sogenannten komplex genetisch vererbten Erkrankungen, wo nicht ein Gen verantwortlich ist, sondern die kleinen Veränderungen von vielen Genen letztlich zum individuellen Phänotyp führen, die besser zu diagnostizieren. Aber das ist der nächste Schritt. So, das heißt, ausgehend vom Mittelalter immer mehr Stratifizierungen, immer mehr Zuordnung, immer mehr Verständnis zur Pathogenese und die ersten sozusagen Heilungen, die sind schon möglich. Heilungen aber im nicht kausalen, sondern im symptomatischen Sinne. Also die Patienten werden beschwerdefrei. Psoriasis ist ein Beispiel. Neurodermitis kommen jetzt ganz viele neue Therapien. Jetzt gehen wir Richtung Infektion, Richtung Impfung. Hier ist ein ganz wichtiges Beispiel, was sich aus empirischer Forschung und Untersuchung letztlich direkt am Menschen an der Haut zugetragen hat. Schon Ende des 18. Jahrhunderts hat Edward Jenner, der bemerkt hat, dass Menschen an Pocken weniger schwer erkranken, wenn sie vorher die Kuhpocken durchgemacht hatten, der diese Kuhpocken in die Haut inokuliert hat
und relativ bald schon durch den großen Erfolg, den er dadurch erzielen konnte, eine Zulassung bekommen hat. Im 19. Jahrhundert muss man sich vorstellen, die erste Zulassung für eine Impfung. Und hier sehen Sie einen solchen Impfschein aus dem 19. Jahrhundert. Dieser ist ausgestellt in Thüringen, wo ein wandernder Handwerker einen solchen Ausweis bekommen hat, damit klar war, dass er nicht in der Lage sein würde, die schlimmen Pocken zu übertragen, weil er ja mit den Schutzpocken geimpft worden ist und dadurch für die Menschen keine Gefahr mehr darstellt. Also eine große Parallele zu dem, was wir heute erleben. Und das Ganze aber eben 1849, Sie können es lesen, auf diesem Impfschein. Also eine ganz, finde ich, wichtige Parallele, die man hier ziehen kann. Ein Impfschein von 1849. Ja, das war überhaupt eine Erfolgsgeschichte. 1980 konnte die WHO sagen, Smallpox Disease Eradicated, also die Pocken sind ausgerottet. Also letztlich ja, die Blaupause für das, was wir uns natürlich wünschen, auch jetzt in der Corona-Pandemie. Aber die Mobilität damals war natürlich deutlich geringer als heute. Wichtig an der Stelle, ich möchte es noch betonen, ist, dass das eine Skarifizierung an der Haut war, diese Impfung. Und viele haben ja diese zwei Narben am Oberarm von der Pockenimpfung noch. Und die brauchte natürlich dann, als sie ausgerottet war, nicht mehr durchgeführt werden. Aber das sagt uns auch, dass die Haut eben ein extrem kompetentes Immunorgan ist, weil über die Haut diese erste Eradikation einer Infektionskrankheit in der Welt überhaupt möglich war. Heute impfen wir den Muskel. Ja, ich sage jetzt mal den Muskel. Das funktioniert, das wissen wir. Aber der Muskel ist natürlich evolutionär betrachtet ein viel weniger immunkompetentes Organ. Dieser Muskel musste sich nicht permanent mit der Außenwelt auseinandersetzen und alert sein und Immunantworten auf den Weg bringen. Deswegen ist es nicht ganz zufällig, dass die erste wirksame Therapie über die Haut, Impfung über die Haut erfolgt ist. Ich selbst habe sehr viel eben, wie Frau Kietje schon sagte, geforscht, auch zu diesem Immunorgan Haut. Und ich will nur ganz kurz hier anreißen in einem Review, den wir vor ein paar Jahren mal zusammengestellt hatten. Das ist ein sehr komplexes Netzwerk an unterschiedlichen Ebenen und Zelltypen, die hier miteinander interagieren. Wir wissen heute, dass auch das Mikrobiom der Haut dabei eine große Rolle spielt. Die chemische und physikalische Barriere der Haut, die Keratinozyten, die Epithelzellen der Haut sind davon großer Bedeutung. Aber in dieser Haut verankert sind eben auch ganz viele Immunzellen, deren Interaktion und auch Interaktion mit umgebenden Stromazellen letztlich die Immunität auf den Weg bringt, die wir benötigen, um eine gesunde Haut zu haben, die aber auch Grundlage für Hauterkrankungen sein kann, wie die Schuppenflechte, ich hatte es genannt, oder die Neurodermitis. Deswegen ganz kurz nochmal, wie ist so die Haut aufgebaut? DC steht hier für dendritische Zellen, das sind Wächterzellen, die letztlich die gesamte Oberfläche auskleiden in unterschiedlichen Berufsgruppen, sage ich mal, aufgeteilt. Und die Oberfläche scannen, wirklich so scannen, diese Dendriten haben diese Ausläufer, deswegen heißen sie dendritische Zellen und können wirklich zwischen den Hautzellen die Oberfläche scannen nach bestimmten Signalen. Und wenn Gefahrensignale dabei sind, werden sie aktiviert, sie schalten ein Programm an, was es ihnen erlaubt, die Haut zu verlassen, in den drainierenden Lymphknoten einzuwandern und dort dann nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip adaptive Immunzellen zu aktivieren, wie diese T-Lymphozyten, die hier mit diesem T symbolisiert sind. Und die fangen dann an, sich zu teilen und mehr zu werden. Der Lymphknoten schwillt an, das kennen Sie vielleicht selber ja von sich auch bei einer Infektion. Und diese Lymphozyten werden mit solchen Informationen ausgestattet, dass sie dann in der Lage sind, erstens ihren Weg zurück in die Haut zu finden und nicht ins Knie einzuwandern und zweitens dann in der Haut auch diese Infektion wirkungsvoll zu bekämpfen. Und da hatte ich Ihnen schon dieses TH123. Also da gibt es unterschiedliche Immunqualitäten mit unterschiedlichen Aufgaben. Wir teilen das ein in eine angeborene Immunität. Hier gibt es Rezeptoren für diese bestimmten Signale, die sofort reagieren können. Und in eine sogenannte erworbene oder adaptive Immunität. Die brauchen sozusagen mehr Rearrangement bei den B-Lymphozyten oder die Auswahl der richtigen T-Zellen mit dem richtigen T-Zellrezeptor, bis dann eine solche Expansion des Immunsystems möglich ist. Diese T-Zellen, wenn sie sogenannte T-Helferzellen sind, können dann in B-Lymphozyten, und davon haben Sie sicher schon gehört, die Antikörperproduktion switchen. Das heißt, da kann es zur Produktion von IgG-Antikörpern kommen, die zu dem Pathogen passen müssen, die Auslöser waren. Und das kann dann eine protektive Immunität auslösen. Und das ist ja das, was wir uns alle wünschen, jetzt auch, wenn es um die Corona-Impfungen geht.
Wichtig ist aber zu wissen, es sind nicht die Antikörper allein, die diese protektive Immunität verleihen, sondern es sind die Zellen, die hier mit grün eingezeichnet sind, ganz von zentraler Bedeutung. Und deswegen wissen wir gar nicht, ob der Antikörpertitel alleine wirklich wesentlich ist, sondern ob nicht diese Zellen eben auch von großer Bedeutung sind. Wichtig nochmal, das Ganze ging über die Haut und hat funktioniert bei der Pockenimpfung. Und das war die Blaupause letztlich für ja, breit angelegte Impfprogramme, wie sie ja dann erst eigentlich im 20. Jahrhundert so richtig flächendeckend eingesetzt worden sind. Jetzt zurück zur Haut, das ist ja heute unser Thema. Outside-In-Signaling möchte ich das mal bezeichnen, was ich Ihnen gerade beschrieben habe. Das Pathogen kommt auf die Haut, induziert die Immunantwort und die Immunantwort bekämpft dann die Infektion auf der Haut. Es gibt aber auch andersrum natürlich, dass Pathogene in anderen Organen oder gar im System insgesamt auftreten. Pathogene, sage ich jetzt mal im Allgemeinen, hier sind Bakterien abgebildet, aber das können auch Viren sein. Und das Immunsystem in uns aktivieren und es dann sekundär, ich nenne es jetzt mal inside out, auf der Haut zu bestimmten Veränderungen kommt. Viele von Ihnen sagen, ja, rote Flecken auf der Haut, genauso stelle ich mir Dermatologie vor. Das können wir aber natürlich ganz gut differenzieren. Ja, da gibt es, ich habe es jetzt mal hier symbolisiert, die Streifen längs, die Punkte quer. Ja. Und das ist das, was Ferdinand von Ritter da von Hebra auf den Weg gebracht hat, die Differenzierung der Dermatosen von dem, was wir dann auf der Haut sehen. Wenn wir das mal, ja, was ich jetzt so als Cartoon dargelegt habe, als Grafik darstellen, dann haben wir also als erstes die angeborene Immunität. Die wird hochgefahren und zwar sehr schnell, weil Signale direkt auf Rezeptoren sofort eine Antwort auf den Weg bringen. Und gefolgt ist diese Antwort dann von einer adaptiven Immunität, die jeweils hier jetzt mit einer arbiträren Amplitude dargestellt werden, die dann hochgefahren wird, die aber irgendwann genau wie die Innate wieder runtergefahren werden muss. Sonst würden wir permanent Entzündungen in unserem Körper haben, wenn diese Rückführung auf normal nicht funktionieren würde. Und das ist dann die Immunität, die wir uns wünschen, die auch lebenslang erhalten bleiben kann, in einigen Fällen in manchen aufgefrischt werden muss. So, und diese grafische Darstellung soll jetzt Grundlage sein, Ihnen zu zeigen, dass natürlich Veränderungen in diesem System, also eine zu starke innate Immunantwort oder eine zu schwache, sofort auch Veränderungen in pathologischer, also in krankhafter Weise nach sich ziehen können. Auch die Dauer einer innaten Immunantwort, wenn sie zu kurz oder zu lang ist, führt entweder zur Anfälligkeit gegenüber Infektionen oder eben zu einer zu starken oder eben übertriebenen Immunreaktion. Und dasselbe ist auf der Seite der adaptiven Immunität auch möglich. Also an diesen Stellschrauben kann verkehrt gedreht werden, sage ich mal. Und das muss auch nicht generell sein, das kann auch ganz bestimmte Erreger spezifisch ausgerichtet sein. So, nach dieser Vorrede möchte ich jetzt auf die Haut in der Pandemie eingehen. Wir alle hatten natürlich auch in unserem Fachgebiet eine gewisse Schockstarre zu überwinden am Anfang der Pandemie. Wir wussten nicht, was kommt da auf uns zu, welche Rolle haben wir jetzt auszuüben, wie können wir überhaupt unsere medizinischen Aufgaben weiter erfüllen. Und es kam dann auch eben zu vielen Berichten über Hautmanifestationen unter Covid-19 nach Corona-Infektion. Und die große Frage war natürlich diese zeitliche Assoziation, handelt es sich dabei wirklich um Kausalität oder ist es einfach eine zufällige Assoziation von Hautveränderungen? Was hat das miteinander zu tun? Und darüber möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen, denn Hautveränderungen können wirklich mit der viralen Infektion verknüpft sein. Sie können eine Folge der Entzündung sein, der Immunantwort sein oder eben auch noch andere Auslöser haben. Und die Frage ist, was sagt uns das über die Mechanismen insgesamt bei Covid-19, dieser Infektion und der daraus folgenden Erkrankung? Und da waren wir in einer ähnlichen Situation wie Ferdinand Ritter von Hebra. Wir mussten wieder sammeln, wir mussten beschreiben und wir mussten versuchen, das Beschriebene zu verstehen und der Erkrankung Corona zuzuordnen. Und da sind eben dann auch eine Reihe von Arbeiten erschienen. Wir haben uns da auch die Mühe gemacht, um einmal alles zusammenzustellen und zu sortieren und zu überlegen, was gehört zu Corona und was gehört vielleicht nicht zu Corona. Und da hat sich früh schon herausgestellt, es gibt wirklich spezifische Veränderungen an der Haut. Ich reiße das hier schon mal an und werde es aber in der Folge noch intensiver darstellen. Also,
Wie sah das aus vor einem Jahr? Wir hatten eine bisher völlig unbekannte Prävalenz von Hauterscheinungen unter dieser Erkrankung. Wir haben Studien vor uns gehabt, die an limitierten Kohorten in einem Krankenhaus, in einer Region, in einem Landesteil das Auftreten von Hautveränderungen beschrieben hat und also zwei Lockstufen-Varianz ja, im Auftreten von Hautveränderungen bei Corona, das war unser Problem. Es kam dann zu einer natürlich wahnsinnig zunehmenden Anzahl von Publikationen, die mussten dann auch sortiert werden. Viele Hautveränderungen sind beschrieben worden, ich will an der Stelle noch nicht darauf eingehen. Und wir können heute, ein Jahr später, aber mit einer Klassifikation aufwarten und das Ganze sortieren. Wir wissen, es gibt nicht spezifische Hautmanifestationen, die man bei vielen Infektionen sieht, die es auch bei Corona gibt. Wir wissen, dass es bestimmte Hautmanifestationen gibt, die sind ganz besonders assoziiert mit Covid-19 und dafür dann relativ spezifisch. Und natürlich werden auch Medikamente eingesetzt, die natürlich auch mal Hautreaktionen auslösen können. Das allergische Arzneiexanthemen sehen wir natürlich auch bei Patienten mit Corona, nicht nur bei Patienten mit anderen Erkrankungen, die dann Medikamente bekommen. Also, da will ich jetzt mich ein bisschen mit Ihnen beschäftigen und, sage ich mal, diese leprosorienartige Situation, die wir vielleicht anfangs hatten, genauso aufdröseln, wie wir das in der Dermatologie historisch getan haben. Natürlich haben die Regionen, die besonders hart von der ersten Welle betroffen waren, besonders gut auch sammeln können. Und die Spanier haben hier sehr schnell ein weites Register gestartet und haben hier einen ganz tollen Bildatlas mitgeliefert mit dieser Publikation und der Entwicklung hier sehr geholfen. Also es ist die größte Studie, die hier sehr früh schon auf den Weg gebracht wurde. Und ich möchte mit Ihnen die jetzt exemplarisch ein bisschen durchgehen. Ich will Sie nicht schockieren mit schlimmen Bildern der Haut, sondern ich will es versuchen, mit Ihnen fachlich ein bisschen zu differenzieren. Also, das Tolle hatte ich gesagt, Sie haben mit dieser Publikation hier ein Supplemental Material mitgeliefert, einen Atlas, wo wir also auf der ganzen Welt nachschauen konnten, uns orientieren konnten, ob unsere eigenen Erfahrungen Konkurrenz sind mit denen der Spanier oder dass andere Erfahrungen sind und das hat uns wirklich sehr geholfen. Die Studie, das ist nur kurz hier der Studienarm, also es musste schon ein klarer Hinweis auf die Corona-Infektion gegeben haben. Und dann konnte man sozusagen Teil dieser Studie werden. Das ist das erste Bild. Das ist ein Bild, was wir kennen, zum Beispiel durch die Masernerkrankung. Das ist ein Masernexanthem, also der Hautausschlag, den wir typischerweise bei Masern sehen. Und wegen der, sag ich mal, Impfmüdigkeit oder sogar Ablehnung von Impfungen haben wir ja auch Ausbrüche von Masern in Deutschland wieder gehabt. Und dann sieht man eben solche Ausschläge. Und diese sind am häufigsten beschrieben worden bei auch der Covid-19-Infektion, aber sie sind eben nicht spezifisch, weil man sie bei vielen viralen Erkrankungen sieht. Das heißt, wenn wir das sehen, machen wir ganz sicher einen Corona-Test, das ist keine Frage, aber das muss jetzt nicht zwingend Corona sein. Ähnlich handelt es sich bei der Nesselsucht. Im Gegensatz zu dem Masern-Exanthem ist bei der Nesselsucht das eher flüchtig, das heißt, das bleibt nicht über Tage oder sogar vielleicht Wochen bestehen, sondern es kann kommen und gehen. Und es ist eine sehr häufige Erkrankung. Die Nesselsucht kommt bei einem Viertel der Menschen ungefähr einmal in ihrem Leben vor. Das heißt, viele von Ihnen werden das auch schon erlebt haben. Und ja, der häufigste Auslöser sind nicht Allergien, auch wenn Allergien das auslösen können, sondern die häufigsten Auslöser sind Infekte. Und so ist es kein Wunder, dass auch Corona solche Urtikaria-Schübe auslöst. Interessant war dann diese Beobachtung von windpockenähnlichen Hautausschlägen, denn damit hatten wir zunächst nicht gerechnet. Und die ersten Berichte, die kamen, wurden aber dann schnell bestätigt von anderen Zentren. Und das ist zwar seltener, aber ich deute es schon an, es ist deutlich spezifischer. Diese Bläschen, die wir hier auf der Haut sehen, und wenn Sie genau hinsehen, sind auf den roten Punkten eben kleine Bläschen drauf, wie bei den Windpocken, die sehen wir bei Herpes, bei Windpocken eben, bei Coxsackie. Aber, und das war jetzt neu, wir sehen sie auch bei Corona. Und in diesen Zeiten hat man dann schon eine relativ hohe Spezifität. Das heißt, wenn ein Patient mit den entsprechenden Symptomen des oberen Rachenraums kommt und er hat diesen Ausschlag, dann war jetzt schon die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Patient an Corona erkrankt ist. Vielleicht ein Bild hier noch aus meiner Vorlesung. Sie sehen hier Varizellen dargestellt und dann eine histologische Darstellung, wie sie in der Epidermis, das ist das Lilane, die Oberhaut hier oben, plötzlich diese Zerstörung sehen.
Also der Angriff des Virus auf diese Epithelzellen, die Zerstörung und dadurch die Entstehung des Bläschens. Und wenn wir jetzt eben einen solchen Ausschlag von Corona nehmen, dann passiert genau dasselbe, eine Zerstörung der Epidermis und eine Bläschenentwicklung. Das war auch pathogenetisch hochinteressant, und zwar nicht nur für Dermatologen, weil es zeigt nämlich, dass das Coronavirus in der Lage ist, direkt die Keratinozyten zu infizieren. Also das, was wir von den oberen Atemwegen gelernt haben, dass die Epithelzellen in den Atemwegen schon infiziert werden und auch die Infektion dann über die Freisetzung des Virus aus den Epithelzellen in den Atemwegen eben erfolgen und sehr viel leichter erfolgen kann als bei früheren Corona-Varianten, die nur die tieferen Atemwege befallen haben. Das stellt sich jetzt hier auch noch mal breiter dar. Also auch die Epithelzellen der Haut können infiziert werden und dann Virus natürlich freisetzen. Also wie bei den Windpocken, so sehen wir das auch bei Corona. Und jetzt kommt ein ganz besonderes Krankheitsbild, weil es das häufigste ist und weil es uns noch vor die größten Rätsel auch stellt. Es sind frostbeulenähnliche Veränderungen an den Akren. Akren sind die Füße, vor allem die Zehen, vor allem der große Zeh, aber das kann auch auf den Händen auftreten. Und das wurde beschrieben und immer wieder diskutiert und auch in Frage gestellt. Aber es ist heute klar, dass es die häufigste Assoziation zur Corona-Erkrankung ist. Also relativ oder auch die spezifischste dabei. Und das besonders Interessante ist, dass besonders Kinder davon sehr oft betroffen sind. Wenn sie mit Pädiatern in München, die in Qualitätszirkeln zusammensaßen, während Corona sprechen, dann werden sie ihnen bestätigen, dass Kinder ganz oft diese Frostbeulen entwickeln und deutlich häufiger als in anderen Jahren. Die Kinder sind meistens gesund, das heißt, es geht mit relativer Gesundheit einher. Und es gibt große Fallserien aus Nordamerika, Südamerika, aus Europa, die nachweisen, dass diese sogenannten Corona-Zehen, die Covid-Toes, wirklich eine besondere Manifestation dieser Erkrankung sind. Und das, was uns vor besondere Rätsel stellt, ist, dass die Corona-Tests in ganz vielen Fällen negativ sind. Zunächst dachte man, ja, die Tests waren noch nicht so gut, wir fischen die nicht, wir finden die nicht. Heute wissen wir, nein, wir finden diese Covid-Toes und der Test bleibt negativ. Und das wirft natürlich große Fragen auf hinsichtlich der Durchseuchung in der Bevölkerung, wenn wir mit den Tests das nicht fassen können, hier aber von einer Corona-Auslösung ausgehen, dann haben eben vielleicht doch viele, auch gerade der jüngeren Bevölkerung, Corona schon gehabt und es ließ sich gar nicht nachweisen. Hier sehen Sie noch ein paar Bilder dieser akralen Erkrankung. Und das Besondere eben hier nochmal aus einer anderen Publikation, hier nur in 15% ließ sich in dieser Population Corona nachweisen und in 85% nicht. Deswegen wurde auch viel diskutiert, ist denn das überhaupt Corona assoziiert? Ist das nicht nur einfach Awareness und wir sehen es mehr, wir berichten es mehr? Aber es gibt klare Hinweise, zum Beispiel aus Familien, Clustern von Familien, wo Corona in den Familien ausgebrochen ist, die Kinder diese Covid-Toes bekommen haben und auch negativ blieben im Test. Und auch mit diesen windpockenähnlichen Exanthemen waren dann Familienmitglieder betroffen und trotzdem haben wir Covid-Toes ohne Nachweis von Corona. Also, wir verstehen auch ein bisschen, was hier passiert. Es ist offensichtlich ein sehr wirksames Immunsystem, was die Erkrankung sehr gut kontrolliert und was womöglich schon auf der inneren Seite sehr hochgefahren und sehr schnell aktiv ist und gar nicht zum Ausbruch der Erkrankung und gar nicht den Ausbruch der Erkrankheit zulässt. So, jetzt haben wir einen nächsten Schritt, sogenannte Vaskulopathien. Warum haben wir hier diese Zeichnungen auf der Haut? Das liegt daran, weil die Gefäße in der Mitte dieser Zeichnungen erkrankt sind und dadurch diese Veränderungen sichtbar werden. Das nennen wir Livedo-Zeichnungen. Es sind aber letztlich Vaskulopathie, also Pathie ist krank, Krankheit der Gefäße, etwas, was wir eben auch dann erkannt haben, dass das häufig mit Corona assoziiert ist. Das kann auch dann richtig einbluten und im maximalen Fall der sehr stark erkrankten Menschen kommt es dann richtig zu Untergängen der Gefäße, also des Gewebes, sogenannten Nekrosen. Das ist aber bei den besonders kranken Patienten der Fall, wo dann auch die Mortalität relativ hoch ist. Wenn wir also jetzt mal diese Arbeit aus Spanien zugrunde legen und die ist bestätigt worden durch viele andere Arbeiten, dann können wir diese Manifestationen an der Haut Schweregraden von Corona zuordnen, von Covid-19 zuordnen. Das heißt, diese sogenannten Pseudo-Chillblains, also die Frostbeulen, das sind sehr gesunde Patienten, die häufig wenig symptomatisch oder gar asymptomatisch sind. Die windpockenähnlichen Exantheme, das ist quasi dann, wenn die Patienten krank werden,
Die sind schon etwas betroffen, aber nicht so stark, genauso die Urtikaria oder die masernähnlichen Exantheme. Und wenn die Libido auftritt, dann sind die Patienten in aller Regel schon schwerer krank. Und es kann auch ein Hinweis darauf sein, dass wir hier mit den Patienten einfach sorgsam umgehen müssen. Wenn wir mal die Assoziation anschauen und verschiedene Parameter denen gegenüberstellen, dann sehen wir eben, dass vor allem Frauen eher von den leichteren Verläufen assoziierten Hautveränderungen betroffen sind, während Männer eher die schwereren bekommen, weil sie natürlich auch eher schwerer betroffen sind. Und das ist ein hochsignifikanter Unterschied. Und insofern ist auch die Atemnot signifikant mit den schweren Hautmanifestationen assoziiert. Und auch die Pneumonie, die Aufnahme ins Krankenhaus oder sogar in die Intensivstation. Also die Haut kann hier auch eine Monitorfunktion übernehmen und insofern ist sie eher Spiegel als Mysterium. Das war ja meine Eingangsfrage. Wir haben aber auch neben dem sozusagen Marker, neben dem Monitor für die Erkrankung gelernt, dass wir über die Pathogenese bei Covid-19 über die Haut etwas lernen können. Ich hatte schon gesagt, dass wir gelernt haben, dass SARS-CoV-2 in der Lage ist, Hautzellen zu infizieren, also Epithelzellen ein Target sind. Mit den anderen zwei Manifestationen hat es aber auch so seine Bewandtnis. Diese Frostbeulen gehen einher mit einer Entzündung der Gefäße und die Libido geht auch mit einer Entzündung der Gefäße und mit einer Vaskulopathie, also einer Veränderung an den Gefäße auskleidenden Endothelzellen. Ja, und das hat seinen Grund, weil dieses Virus braucht einen Rezeptor, um Zellen infizieren zu können. Und diese Rezeptoren, das haben Sie womöglich schon gehört, sind das Angiotensin Converting Enzym 2, also da, wo das andockt, und eine transmembrane Serinprotease 2. Da kann das Virus andocken. Und endotheliale Zellen haben besonders viel oder können besonders viel davon exprimieren. Und so kommt es hier zu Infektionen und zur Dysfunktion der Gefäße. Und die Immunaktivierung sowohl auf der inneren als auch auf der adaptiven Seite ist natürlich eine Folge dieser Infektion. Auf der adaptiven Seite sind es vor allem die CD8-positiven T-Zellen, die hier induziert werden und die zytotoxisch sind. Das heißt, die zerstören richtig die infizierte Zelle. Und dadurch haben wir eben eine Immunzellaktivierung im Lumen der Gefäße, aber auch um die Gefäße herum. Und das führt dann zu einer Aktivierung auch einer Immunkaskade. Und zu einer eben Erkrankung der kleinen Gefäße dann auch zur Thrombusbildung. Und es ist interessant, dass eine der Impfstoffe, AstraZeneca, auch einen solchen Pathway anwerfen kann. Und da sind ja viele Forschungen derzeit unterwegs, die herausfinden, ob hier Antikörper die wesentlichen Vermittler sind. Das heißt, wir haben über die Haut auch Hinweise auf die Pathogenese dieser Erkrankung bekommen. Wir wissen, dass die Hyperinflammation, die in vielen Organen ein Problem darstellt, auch in der Haut abläuft. Die endotheliale Dysfunktion, wie sie zum Beispiel in der Lunge bei den schwerkranken Patienten von so großer, auch prognostischer Bedeutung ist, auch in der Haut passiert. Und diese Koagulopathie, also das schnelle Gerinnen von Blut, eben auch eine große Rolle spielt. Und insofern sind, und hier ist ein Review jetzt herausgegriffen, der die komplexe Pathogenese der Entzündungsmechanismen und Prozesse bei Covid-19 bearbeitet, auch über die Haut adressierbar und verstehbar. Interessant ist, dass wir im Moment lediglich zwei dieser Dinge wirklich als Target therapeutisch auch angehen können. Die Hyperinflammation, Sie haben gehört, dass Cortison in der späten Phase der Erkrankung, wenn die Hyperinflammation eben abläuft, einen nutzbringenden Effekt hat, was leider dazu führt, dass in Indien die Menschen Cortison nehmen, was in der frühen Phase natürlich einen ganz negativen Effekt hat, weil es das Immunsystem blockiert, wenn man die Abwehr braucht. Sie haben gehört, dass man eben sehr früh jetzt Blutverdünner auch einsetzt, wenn Menschen schwerer erkrankt sind. Und viele Medikamente sind hier in der Entwicklung oder werden schon eingesetzt. Die endotheliale Dysfunktion können wir bis dato leider nicht gut behandeln. Gut, das heißt, eine Zusammenfassung hier, wir haben viel gelernt, haben nochmal ein ganz neues Krankheitsbild verstehen müssen, haben die Zuordnung treffen müssen. Ich habe mit Ihnen über das Windpock-ähnliche Exanthem gesprochen, was eine relative Spezifität hat, über die Covid-Toes, also diesen akralen Frostbeulen-ähnlichen Veränderungen, also akrale Pernio übersetzt.
Ich habe über die Vaskulopathie mit Ihnen gesprochen, die bis hin zu Gangren, also zur Nekrose gehen kann bei den schwer erkrankten Patienten. Nicht erwähnt habe ich eine Erkrankung, die heißt Kawasaki-Erkrankung, eine schwere hyperinflammatorische Vaskulitis bei Kindern mit unterschiedlichen Infektionskrankheiten, die leider auch bei Corona gesehen wird. Hier haben wir aber selbst noch keine Erfahrung, erfreulicherweise. So, jetzt komme ich zum letzten Teil meiner Vorlesung. Allergische Reaktionen und Impfung gegenüber Corona, Covid-19, Vaccinierung. Das ist ein wichtiges Thema und das geht letztlich Sie alle an. Und deswegen möchte ich auch hier eben den letzten Teil dieser Vorlesung diesem Kapitel widmen. Wenn durch die Medien solche Dinge gehen, wie hier durch die Bild-Zeitung verbreitet, darauf sollten Allergiker achten. Wenn die Bild-Zeitung formuliert, viele warten sehnsüchtig auf die Injektion, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% vor einer Erkrankung mit Corona schützt, aber nicht alle sollten sich bedenkenlos impfen lassen, sagen Experten. Das ist natürlich etwas, was in einer verunsicherten Bevölkerung erhebliche Reaktionen auslösen kann. Und damit waren wir als Allergologen erheblich auch konfrontiert. Und wir haben deshalb relativ bald einen solchen Flyer auf den Weg gebracht, wo wir uns an die Patienten selbst gerichtet haben. Ich als Präsident der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, hier auch beteiligt ausgehend, aber von den Allergologen, wo wir das aufgegriffen haben. Weil es sind natürlich nicht alle Allergiker betroffen. Ja, in Großbritannien sind allergische Reaktionen beobachtet worden und die Gesundheitsbehörde dort hat dann eine Formulierung gewählt, dass Patienten mit schweren Allergien oder einem allergischen Schock in der Vorgeschichte von Impfungen auszuschließen seien. Und das hat erhebliche Verunsicherung bewirkt, denen wir jetzt und die ganze Zeit schon versuchen, sinnvoll entgegenzuwirken. Denn es ist A, selten und B, ist natürlich schwere Allergien ein sehr relativer Begriff. Ein Patient, der an einer schweren Neurodermitis leidet, stuft sich womöglich selbst als schweren Allergiker ein. Das hat aber nichts hier mit dieser Corona-Impfung zu tun und bedeutet für ihn deshalb auch überhaupt kein Risiko. Denn es geht um ganz bestimmte Inhaltsstoffe in den Impfstoffen und darüber möchte ich ein bisschen mit Ihnen heute sprechen. Was haben wir für Impfstoffe? Das sind die derzeit zugelassenen. CureVac ist jetzt schon hier von mir nur noch sozusagen ganz schwach dargestellt, weil wir leider nicht wie erwartet hier die Zulassung jetzt in nächster Zeit haben werden. Diese Impfstoffe, haben Sie schon viel davon gehört, es sind entweder die Vektorimpfstoffe wie AstraZeneca oder der Johnson & Johnson Impfstoff oder eben die mRNA-Wirkstoffe, wo die Information für die Bildung der Eiweiße erst sozusagen als mRNA injiziert wird und die Eiweißstoffe dann im Körper erst selbst gebildet. Und wenn Sie so ein bisschen in Ihrer Umgebung fragen, wie werden denn Impfstoffe vertragen, dann werden Sie durchs Hören sagen, ja, Kopfweh gibt es, manche fühlen sich richtig krank, ja, manche sind richtig krank geschrieben, durch die Presse ging, dass ein Krankenhaus, das seine ganzen Mitarbeiter auf einmal geimpft hat, am nächsten Tag fast funktionsunfähig war, weil so viele krank sind. Es gibt diesen Covid-Arm, der beschrieben wird, also die Schwellung nach der Impfung, wie wir sie von anderen Impfungen auch kennen, die aber auch etwas stärker und etwas nachhaltiger auftreten kann. Lymphknotenschwellungen sind beschrieben, aber das ist ja die Immunantwort, die wir auch anstacheln wollen, die wir auch auf den Weg bringen wollen. Dann oft tagelange Müdigkeit bis zur Erschöpfung sind beschrieben, aber auch Hautreaktionen und eben auch Gelenkschmerzen, wie wir sie bei Infekten auch erleben. Das Paul-Ehrlich-Institut ist in Deutschland zuständig, solche Reaktionen zu sammeln. Und wir melden solche Reaktionen natürlich auch an das Paul-Ehrlich-Institut. Und wir sehen mal eine Grafik, die gesammelt wurde jetzt vom Dezember bis April. Und Sie sehen, dass da über die Impfstoffe hinweg solche Reaktionen auftreten. Lokale Reaktionen sind natürlich da, grippeähnliche Symptome, Fieber, Schüttelfrost. Das sind so die Dinge, die häufig vorkommen. Aber eben auch Hautausschläge und andere Dinge. So, dazu muss man wissen, Reaktionen auf Impfstoffe sind häufig. Wir haben nur noch nie die gesamte Bevölkerung durchgeimpft. Also wenn wir jetzt hier 50% Erstimpfung haben, dann haben 40 Millionen Menschen in Deutschland eine Impfung erhalten mit diesen Impfstoffen. Das ist natürlich eine ganz ungewöhnliche Situation. Und da tritt dann eine gefühlte Häufigkeit auch der Gegenreaktionen auf, die wir sonst aber bei anderen Impfungen auch sehen. Diese Reaktionen hier, das ist wichtig, treten alle verzögert auf. Also am nächsten Tag, ja, vielleicht sogar übernächsten Tag. Das war jetzt die Sammlung in Deutschland. Jetzt mal eine
Sammlung aus den USA, hier kutane Nebenwirkungen oder überhaupt Nebenwirkungen, Fatigue, Myalgien, Kopfschmerzen, das ist also auch in den USA aufgetreten natürlich, und die Therapie ist hier aufgeführt. Sie haben mal eine solche Grafik auch dargestellt, jetzt für die kutanen Reaktionen, was tritt denn da auf die verschiedenen Impfstoffe. Sie wissen, da ist Moderna natürlich der führende Impfstoff, der zuerst eingeführt worden ist. Sie sehen hier den Corona, die Reaktion an der Impfstelle und dann etwas verzögert den Corona-Arm. Sie sehen, auch hier kann es zur Nesselsucht, zur Urtikaria kommen, wie ich es vorhin schon bei der Infektion beschrieben habe. Auch hier kann es zu Hautausschlägen wie bei Masern kommen und dann eben auch solchen akralen Veränderungen. Das ist schon interessant. Wie oft kommt das vor und wie oft ist es in den USA beschrieben worden? Ja, so innerhalb von 3 Tagen bei mehr als 250, aber verzögert, das ist wichtig, das ist keine Sofortreaktion, sondern verzögert, auch die Exantheme treten verzögert auf und der Covid-Arm deutlich verzögert nochmal, also später als 3 Tage und diese Veränderungen an den Akren, wie wir es auch von Corona kannten, sind relativ selten. Interessant ist, dass an der Haut noch eine Reihe von weiteren Veränderungen beschrieben worden sind, also diese Frostbeulen-ähnlichen Veränderungen, was wir auch schon erlebt haben, Filler-Reaktionen, das heißt, wenn Filler appliziert werden aus kosmetischen Gründen, dann kommt es nach Corona-Impfung nicht ganz selten zu entzündlichen Reaktionen um die Filler, die dann zu enormen Reaktionen, vor allem natürlich im Gesicht führen. Wir sehen die Gürtelrose, wir sehen Herpes-Simplex-Reaktionen und andere entzündlichen Hautreaktionen. Das heißt, diese Impfung stimuliert das Immunsystem und kann auch zu unspezifischen Nebenwirkungen über das Immunsystem und an der Haut führen. Insgesamt ist es aber eine seltene. Ich habe hier mal ein paar Beispiele aus unserer eigenen Klinik mitgebracht. Wir sehen also die Nesselsucht, wir sehen Ekzemreaktionen, wir sehen auch die Psoriasis, die getriggert wird. Wir sehen ungewöhnliche Hautausschläge und zum Beispiel auch solche Tattoo-Reaktionen. Das heißt, eine Fremdkörperreaktion gegen ein Tattoo, die ruhig geblieben ist, wird plötzlich durch die Impfung angestachelt und führt dann zu dieser Schwellung der Impfreaktion, so ähnlich wie gerade bei den Fillern beschrieben. Wie sieht es jetzt aber mit den echten allergischen Reaktionen aus? Und das ist ja das, was uns Sorgen bereitet bei den Impfungen. Da gab es diese Warnhinweise in England, von denen ich Ihnen berichtet hatte. Das wurde natürlich aufgegriffen dann auch in Deutschland, auch im Bayerischen Rundfunk zum Beispiel. Was sollten Allergiker wissen? Wie sollten wir uns jetzt hier verhalten? Ich möchte ganz kurz, damit auch diejenigen von Ihnen, die jetzt medizinisch nicht so bewandert sind und immunologisch nicht so bewandert sind, mir folgen können, kurz dieses, sage ich mal, für Studenten gemachte Schema von uns im Gel nochmal aufgreifen. Es gibt hier 4 wesentliche Immunreaktionstypen. Wir haben die verzögerten, und das ist das, was überwiegend auftritt bei diesen Impfreaktionen. Das heißt, der dicke, schwollene Arm, das ist eine verzögerte Immunreaktion. Das ist etwas, was gar nicht ungünstig ist. Das ist was wir auch brauchen, um das Virus zu bekämpfen. Die Immunkomplexe, die entstehen können, die können dieses Krankheitsgen machen, die können diese Adrenalin machen, dieses Unwohlsein. Und die antikörpervermittelte Zytotoxizität ist dafür da, virusinfizierte Zellen zu attackieren. Die kann mit diesen Thrombozytopenien eventuell vergesellschaftet sein. Aber das, was uns heute beschäftigt, noch im Verlauf dieser letzten Minuten dieser Vorlesung, ist die sogenannte Soforttypallergie. Die kann gefährlich sein, die kann bis zum allergischen Schock führen. Und die ist von Antikörpern vermittelt, die diesen IgE-Subtyp angucken. Das heißt, die Immunität, diesen Cartoon hatte ich Ihnen vorhin schon geschildert, wo sozusagen bestimmte Antigene aufgegriffen werden aus der Umwelt und dann verarbeitet werden vom Immunsystem, die läuft da sozusagen falsch ab und so kommt es zu sogenannten T-Helfer-2-Zellen und assoziiert dazu zur IgE-Produktion. Und diese Antikörper binden dann auf Effektorzellen, zum Beispiel solchen Mastzellen, die wir überall in der Haut auf den Schleimhäuten, aber im ganzen Körper haben. Und wenn diese Mastzellen das IgE auf ihrer Oberfläche haben und das Allergen bindet dann diese Mastzellen, dann explodieren die förmlich und setzen vorproduzierte Botenstoffe frei. Und deswegen ist es eine Soforttypallergie. Und deswegen geht das so schnell, weil die Botenstoffe schon vorproduziert sind. Und deswegen ist dann wirklich auch im Einzelfall dann Blaulicht auf dem Dach, sage ich mal, es muss gehandelt werden. Wichtige Botenstoffe, Histamin haben Sie sicher schon gehört, das ist ja auch beim Heuschnupfen oder beim allergischen Asthma wichtig. Was macht Histamin grundsätzlich? Es macht die Gefäße weit, es ermöglicht das Austreten von Flüssigkeit aus den Gefäßen in die
Umgebung ein sogenanntes Leakage tritt auf und das kann auch systemisch auftreten. An der Haut kommt es dann zu diesem Quaddel, wie bei der Nesselsucht, zum Juckreiz, was durch Neuropeptide verstärkt wird. Und diese Urtikaria an der Haut ist ein wichtiges Zeichen für uns, aber das tritt nicht nur an der Haut auf, sondern es kann auch an anderen Organen auftreten. Es kommt dann eben zur Anaphylaxie, zum allergischen Schock. Und Sie sehen hier verschiedene Level, die auftreten können. Und letztlich ist der Herz-Kreislauf-Stillstand das, was wir verhindern wollen, das, was wir möglichst nicht ausgelöst sehen möchten. Also die Schwere nimmt hier zu. Nur ganz kurz, wir machen da Hauttests an der Haut, weil diese Mastzellen sich auch in der Haut befinden. Und wenn die Mastzellen dann lokalisiert an der Haut reagieren, dann können wir diesen Test als positiv ablesen. Und das hilft uns dann als Allergologen, eine Diagnose zu stellen. Hier sehen Sie ein solches Beispiel, wie dann zum Beispiel hier auf Pollen solche Reaktionen auftreten und dann die Diagnose gestellt werden kann einer Birkenpollenallergie zum Beispiel, wenn die Symptome dazu passen. So, also das IgE ist von ganz großer Bedeutung. Leider gibt es aber noch keine IgE-Messmöglichkeit gegenüber diesen Impfstoffen. Das heißt, dass wir jetzt einfach wie gegen Birkenpollen oder so ein Blut abnehmen können und bestimmen können, haben Sie IgE-Antikörper gegen die Impfstoffe, dann haben Sie hier ein Problem. Diese Tests gibt es noch nicht. Also, wie sieht es überhaupt aus? Wie häufig kommen jetzt diese schweren allergischen Reaktionen bei den Impfstoffen überhaupt vor? Das ist wirklich selten. Und das ist auch die wichtigste Nachricht an der Stelle. 4,7 pro einer Million BioNTech-Verimpfungen und 2,5 mal pro einer Million Moderna-Verimpfungen. Das ist also wirklich selten. Wenn wir jetzt aber natürlich 100 Millionen Menschen, hunderte von Millionen Menschen impfen und sie multiplizieren 4,7 mal 100, dann haben sie natürlich 470 beziehungsweise 250. Und das ist genau das Problem, dass wenn man ganze Bevölkerungen durchimpft, man natürlich jeden erwischt, der allergisch ist, und dann auch diese Reaktionen einfach kumulieren, auch wenn sie relativ gesehen selten sind. Bei anderen Impfungen wissen wir, dass solche Reaktionen etwa 1,3 pro einer Million vorkommen. Das heißt, wir haben nicht nur jetzt eine Kumulation durch viele Impfungen, sondern wir haben auch ein häufigeres Auftreten von Faktor 2 bis 3. Also, damit müssen wir uns beschäftigen. Und wichtig ist auch, es tritt bei den mRNA-Impfungen auf. Gut, hier sind jetzt die einzelnen Fälle. Ich glaube, das ist jetzt mehr was für die Spezialisten. Es trifft mehr Frauen als Männer. Es tritt innerhalb der ersten 30 Minuten auf, also eine Soforttypallergie. Da muss direkt reagiert werden im Impfzentrum, wo das passiert. Viele haben, wenn man nachfragt, eine Vorgeschichte von Allergien. 30% sogar schon von allergischen Schocks in der Vorgeschichte. Und es passiert bei der ersten Dosis. Das bedeutet, die Menschen sind vorsensibilisiert und werden ausgelöst durch den Impfstoff. Ja, das heißt, etwas anderes muss diese Sensibilisierung, diese Bereitschaft für die allergische Reaktion vorher ausgelöst haben. Wie sieht es in Deutschland aus? Hier sind mal die Paul-Ehrlich-Daten. Wir haben 123 Fälle von allergischen Reaktionen, 46 echte Anaphylaxien in Deutschland. Und das ist natürlich überwiegend BioNTech, weil das natürlich der überwiegende mRNA-Impfstoff war, den wir zunächst zur Verfügung hatten. Auch in Deutschland überwiegend sind Frauen betroffen. Es tritt überwiegend sehr schnell innerhalb der ersten halben Stunde auf. Aber es gibt bei einem Viertel der Menschen wirklich schwere Reaktionen. Also Level 3, das ist dann schon etwas, wo Adrenalin nötig wird, wo man sozusagen den Kreislauf stabilisieren muss, gegebenenfalls, um hier kein Fortschreiten dieser Schocksituation zu erleben. Auch hier gibt es eine Vorgeschichte von Allergien und auch ein Teil der Patienten, knappes Fünftel, hatten schon einen allergischen Schock mal erlebt. Also interessant, bei den meisten auch hier die erste Dosis. Das heißt, die Sensibilisierung war schon erworben worden und die Impfung löst es jetzt nur aus. Aber es lässt sich aus diesen Daten nicht herauslesen, wer ist denn nun unser Allergiker, wer hat denn jetzt unser Problem. Und da möchte ich Sie noch ein bisschen hin und führen, weil das etwas ist, was uns natürlich gerade tagtäglich beschäftigt. Wenn wir diese Impfstoffe, diese mRNA-Impfstoffe nebeneinander stellen, dann fällt im Inhalt eben auf, und ich möchte jetzt mit Brocco, unseren Oberarzt der Allergieabteilung, hier hervorheben, der sich mit diesem Thema so intensiv beschäftigt. Es fällt auf, dass ein Stoff, nämlich Polyethylenglykol, benötigt wird, um diese Lipidhülle, um dieses RNA herum zu stabilisieren. Das heißt, hier im Cartoon dargestellt, diese Lipidhülle, die benötigt solche Polyethylenglykolketten, um diese Lipidhülle stabil zu machen. Und die scheinen das Problem zu sein. Und darauf will ich heute noch ein bisschen eingehen. Die Vektorimpfstoffe,
Die haben eine ähnliche Substanz, das Polysorbat 80, das offensichtlich nicht zu diesen Problemen führt, wo aber theoretisch Kreuzreaktionen beschrieben sind in der Literatur. Hier ein kurzer, ja, eine Darstellung, dass natürlich solche Reaktionen auch bei anderen Impfstoffen vorkommen. Bei Polyethylenglykol sehen Sie, ist hier nirgends dabei. Wir beschäftigen uns selbst mit gelatinehaltigen Impfstoffen und das Polysorbat war bisher ein Problem, aber Polyethylenglykol eben noch nicht. Und hier sehen Sie nochmal die Darstellung, BioNTech, Pfizer, Moderna und die Vektorimpfstoffe, Polyethylenglykol, also nur in den mRNA-Impfstoffen. Und es geht um spezifisches IgE gegen dieses PEG. Andere Mechanismen kommen mal vor, aber sind selten, also noch viel seltener. Deswegen will ich auch darauf fokussieren. So, was ist jetzt dieses Polyethylenglykol? Polyethylenglykol, die kleinste Einheit ist Ethylenoxid. Und das Monoethylenglykol ist sozusagen die Verbindung. Und dann kann man diese Monoethylenglykole aneinanderhängen chemisch und dann entstehen Polyethylenglykole. Und je nachdem, wie viele man aneinanderhängt, entstehen Substanzen mit unterschiedlichen Molekülgrößen. Und die kommen überall in unserem Leben vor. Und wir müssen jetzt darauf uns konzentrieren, wo sind die, die problematisch sind bei diesen mRNA-Impfstoffen drin. Und ich sage schon mal, die Movicol, also die Darmreinigungssubstanzen, die man vor einer Darmspiegelung verwendet, das ist quasi Polyethylenglykol pur. Und zwar in der genau richtigen Molekülgröße. Und ich kann jetzt schon vorwegnehmen, Menschen, die bei diesen Darmreinigungen Probleme hatten, haben mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein allergisches Problem gegenüber diesen mRNA-Impfstoffen. Also da haben wir schon viel gelernt, da können wir schon viel an die Patienten weitergeben. Es ist extrem selten bisher beschrieben worden. Sie sehen hier in über 40 Jahren 37 Patienten, nur in der Weltliteratur mit 74 Reaktionen. Ich will gar nicht auf die Details eingehen. An den zwei Zentren, an denen ich bisher gearbeitet hatte, in Tübingen und in München, sind wir jetzt mal die letzten 15 Jahre durchgegangen. Und wir waren in der Lage, in diesen zwei Zentren allein 10 Patienten zu identifizieren mit einer Sofortypallergie gegen Polyethylenglykol. Und diese Patienten hatten überwiegend auf Injektionen reagiert, also Cortison, zum Beispiel Progesteron, Hormonpräparate, haben nicht selten diese Polyethylenglykole und Anaphylaxien auf diese Immunpräparate sollten wir als Warnhinweis nehmen auf eine Allergie auch gegenüber mRNA-Impfstoffen. Aber eben diese Laxative, ja, sind hier auch schon als Problem aufgetaucht. Movicol, ich will jetzt hier kein Bashing gegenüber diesem Präparat machen, das ist sehr gut verträglich, das ist ja eine sehr seltene Allergie, aber die, die das nicht vertragen haben, die vertragen auch den mRNA-Impfstoff nicht. Urtikaria und eben 9 Anaphylaxien haben wir hier unter diesen Patienten. Wir können in den Pricktests, in den Hauttests die meisten detektieren und wir haben hier das auch bewiesen durch orale Provokation, weil es so was Seltenes ist, dass wir das nicht immer gleich glauben. Das ist also eine wichtige Grundlage. Jetzt hier mal ein Fallbericht einer Anaphylaxie gegen einen solchen mRNA-Impfstoff. Der war also auch adrenalinpflichtig und hat eben dazu geführt, dass ein Patient reagiert hat. Und der hatte eben auch schon Vorreaktionen gegen andere PEG-haltige Substanzen und sogar auf Duschgel reagiert, weil da auch so Polyethylenglykole drin sind. Also das ist interessant. Wir können die Hauttests einsetzen, um die Patienten zu identifizieren. Und das ist natürlich unsere Aufgabe jetzt. Also Polyethylenglykol, das ist unser Thema und das will ich jetzt ganz kurz zum Schluss mit Ihnen noch aufgleisen. Vielleicht überspringen wir das Polysorbat, denn Polysorbat in diesen Vektorimpfstoffen ist ganz, ganz selten bisher als Ursache beschrieben worden. Wir haben also gemeinsam, oder Herr Brocco in dem Fall, gemeinsam mit dem Paul-Ehrlich-Institut und vielen Experten in Deutschland einen Flowchart entwickelt, wo wir unsere Patienten einfach absichern wollen. Nicht jeder Impfarzt hat die Expertise, sich mit Allergien auseinanderzusetzen. Und die allermeisten können aufgeklärt werden. Da können wir sagen, sie haben kein Problem mit diesen Impfstoffen. Das sind Patienten mit Heuschnupfen, mit Neurodermitis, mit Nahrungsmittelallergie, mit Bienen-Wespengiftallergie. Das können schwere Allergiker sein, aber die haben kein Problem mit diesen Impfstoffen. Die können wir aufklären und sie können ganz normal geimpft werden. Ja, solange keine Medikamente dabei sind, die PEG enthalten. Die zweite Gruppe sind Patienten, die gegen Medikamente schon mal reagiert haben, die vielleicht auch mit vielen Mastzellen ausgestattet sind und deswegen eine höhere Reaktivität haben. Die muss man einfach länger beobachten, aber die können auch unter einer
Notfallbereitschaft normal geimpft werden. Und nur diejenigen, die wirklich zum Beispiel auf solche Darmspülungen oder ähnliche Substanzen einen Hinweis darauf geben, dass es wirklich eine PEC-Allergie ist, die müssen bei einem Allergologen sich vorstellen, die müssen abgeklärt werden und mit denen wollen wir dann weiter arbeiten. Und ich will jetzt gar nicht auf die Details eingehen, das ist dann Arbeit der Spezialisten, die herauszuarbeiten, die richtig zu beraten und dann auch richtig abzuklären. Was machen wir? Und wir machen schon Labortests, auch wenn gegen diese Polyethylenglykole, die noch nicht zur Verfügung stehen, wir machen die Hauttests, Prä- und Intrakutan-Tests und wir können auch einen basophilen Aktivierungstest einsetzen, wo wir Blut abnehmen und diese Basophilen dann im Reagenzglas aktivieren und da können wir dann messen über eine Fax-Methode, dass ganz spezifisch nur die Allergiker auf dieses Allergen reagieren und dann ein Molekül hochregulieren, CD63, was sonst auf der Zelle nicht ist. Und das funktioniert auch. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Hier sind jetzt drei Allergiker, also drei PEC-Allergiker, die bei uns abgeklärt worden sind. Und Sie sehen, dass alle drei in diesem Test auf Comirnaty und Moderna reagieren, aber nicht auf AstraZeneca. Das heißt, 1, 2, 3 und hier auch schwach sogar der vierte, auch das werden wir als positiv. Also dieser Test ist wirklich funktionstüchtig und diesen Patienten können wir natürlich dann auch erheblich weiterhelfen. Wichtig ist zu wissen, PEC ist nicht PEC. Es geht hier um größere Molekülgrößen, die kleineren werden in aller Regel vertragen. Wir haben PEC 2000 in den mRNA-Impfstoffen und die hängen natürlich zusammen, das heißt, die reagieren bis zu 4000. Ja, nur dass das auch nochmal dargestellt ist. Und was nützt das den Patienten jetzt? Das kann ich Ihnen hier an diesem Beispiel bringen. Patient, der diese Reaktion auf Movicol, auf die Darmreinigung beschrieben hatte. Wir haben die Allergie nachgewiesen. Sie sehen hier den Basophilen-Test gegen BioNTech, gegen Moderna. Und wir haben dann mit Astra, das keine Reaktion gezeigt, den Patienten auch impfprovoziert. Er hat Astra vertragen und kann somit auch einen Impfschutz erhalten. Und das ist das, was ich auch hier als Konklusion Ihnen mit auf den Weg geben will. Es ist extrem selten. Dadurch, dass wir die gesamte Bevölkerung impfen, erfassen wir aber jeden PEC-Allergiker. Und dadurch muss man doch Bescheid wissen und die Abklärung entsprechend auf den Weg bringen. Damit komme ich zu meiner Zusammenfassung. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für Sie dabei. Ich konnte Ihnen hoffentlich zeigen, dass die Haut ein Monitor ist für systemische Infektionen und Immunreaktionen, auch im Fall von Covid-19. Dass diese Covid-10 von ganz besonderer Bedeutung sind. Und ich hoffe, wir werden in Zukunft mehr darüber verstehen, dass windpockenähnliche Hautausschläge uns immer triggern sollten, einen Corona-Test zu machen, weil die Libido der Patienten meistens stärker erkrankt ist. Es gibt Anaphylaxien auf die mRNA-Impfstoffe bei Corona. Die sind extrem selten, aber können sehr schwer verlaufen und wir werden uns damit zukünftig beschäftigen müssen. Die Frage ist ja auch, kann man sich auch über die Impfung sensibilisieren? Werden diese Allergiker womöglich mehr, wenn wir die ganze Bevölkerung und womöglich vermehrt und immer wieder und vielleicht jährlich impfen? Wie ist das dann mit dieser Allergie? Und das wollen wir natürlich monitoren und uns damit beschäftigen. Und das Wichtige ist, wir können den Patienten etwas anbieten. Wir können diese Tests durchführen und ihnen dann einen sicheren Impfstoff anbieten. Damit bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, möchte mich insbesondere bei Knut Brocco bedanken, und den anderen Kollegen, die hier die Daten mit zusammengetragen haben und diese High-End-Versorgung dieser Patienten mit ermöglichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte mich auch bei meinem Team in der Klinik insgesamt bedanken. Wir alle hatten keine leichte Zeit unter Corona, wie auch in den anderen Häusern. Wir mussten mit Pandemiebedingungen zurechtkommen, mit reduzierten Räumlichkeiten, mit Vereinzelungen, mit und so weiter. Das wissen Sie alles. Und ich hoffe, dass wir das Schlimmste jetzt überstanden haben. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Biedermann, für diesen tollen Vortrag. Also ich habe viel gelernt, muss ich sagen. Ich hoffe, Sie zu Hause auch. Und dann geht's los mit der Fragerunde. Sehr gerne. Also hier die erste Frage. Und zwar, da geht es um Narben, also Keloidbehandlung und Covid-Impfung. Da hat jemand vor 2 Tagen Lichtenstein-Kristall-Suspension 10 Milligramm injiziert bekommen in die Keloide, also in die Narben, und fragt jetzt, ob er sich oder sie am kommenden Sonntag gegen Corona, gegen Covid impfen lassen kann. Ja, also es ist eine sehr wichtige Frage und die beschäftigt uns natürlich derzeit dauernd. Das ist jetzt nicht nur die ganz spezielle Applikation, die jetzt hier angesprochen wird,
sondern überhaupt alle Therapien, die das Immunsystem verändern können, können natürlich potenziell auch die Immunantwort gegenüber einer Impfung beeinflussen. Und es gibt jetzt speziell auf Ihren Fall hier jetzt zugeschrieben keine Untersuchungen. Wir wissen aber, dass Cortison-Einnahme die Immunantwort reduzieren kann. Wie viel jetzt eine Kristallsuspension, die sich ja nur langsam auflöst und deswegen lokal ein Depot darstellt, nur leicht sozusagen und vor allem in die Umgebung des Cortisons freisetzt, hier wirklich einen Einfluss hat, das ist nicht klar und ich würde das Risiko hier eher gering einschätzen. Aber wenn man systemisch Cortison einnimmt in höheren Dosen und manchmal ist das notwendig, dann kann es natürlich schon zu einer Einschränkung führen. Trotzdem würden wir das ja nie absetzen, wenn es nötig ist oder nicht einsetzen, wenn es nötig ist. Aber in dem Fall wäre es vielleicht geschickter gewesen, die Cholelit-Behandlung auf nach der Impfung zu verschieben. Aber ich glaube nicht, dass hier wirklich eine Einschränkung in größerem Maße vorliegen würde. Okay, dann jetzt noch zum Allergenpotenzial der verschiedenen Impfstoffe. Habe ich das richtig verstanden, dass es gegen den AstraZeneca-Impfstoff keine allergischen Reaktionen gibt? Genau, also diese von mir beschriebenen schweren Soforttyp allergischen Reaktionen sind bei AstraZeneca bisher nicht beschrieben. Wir wissen, dass dieser Zusatzstoff, der dort vorkommt, das Polysorbat 80, in ganz wenigen Fällen, das ist wirklich eine Handvoll in der Weltliteratur, auch Soforttyp-Reaktionen auslösen kann. Die sind aber auch umstritten in der Aufarbeitung dieser Fälle. Und insofern sieht das im Moment da gut aus, in der Tat. Mhm. Gibt es denn Todesfälle durch die allergischen Reaktionen? Sind da Todesfälle aufgezeichnet worden? Ja, erfreulicherweise bisher nicht. Also das, was ich jetzt weiß, jedenfalls bisher nicht. Es sind zwar lebensgefährliche allergische Reaktionen aufgetreten, die konnten aber durch schnelle Intervention und schnelle Behandlung bisher alle gerettet werden. Ja, also ich finde, das ist doch eine ganz tolle Message an alle. Ja. Selbst wenn jetzt so eine allergische Reaktion auftritt, ich meine, die Impfungen werden ja von Ärzten und Ärztinnen durchgeführt oder im Impfzentrum, da sind ja auch Ärzte und Ärztinnen da. Und wer die Impfung bekommen hat, weiß ja, dass da eine gewisse Ruhephase hinterher sein soll und Beobachtungsphase, das ist ja auch sinnvoll. Genau. Das ist wirklich eine ganz, ganz beruhigende Message, dass dann sofort reagiert werden kann. Und selbstverständlich können Ärzte und Ärztinnen mit so einer allergischen Reaktion umgehen und die entsprechenden Gegenmaßen sofort ergreifen. Und ja, ich finde das sehr gut, dass Sie das hier betonen, denn auch meine Hauptnachricht an dieser Stelle soll natürlich nicht die Gefahr sein, die davon ausgeht, sondern auch meine Hauptnachricht soll sein, dass wir heute verstehen, worum es geht. Und das ist immer die Grundvoraussetzung, dass man damit umgehen kann, dass wir auch diejenigen, die in Sorge sind, heute so beraten können und testen können, dass wenn es solche Vorgeschichten gegeben hat, auch die eine sichere Impfung bekommen können. Ja, ja, ich unterstreiche das völlig. Genau. Erstens, in den Impfzentren kann dafür gesorgt werden, dass es nicht zu Todesfällen kommt. Und zweitens, selbst die, die Probleme hatten, können heute so abgeklärt werden, dass man ihnen eine sichere Impfung anbieten kann. Ja, das ist wirklich eine gute Message, finde ich. Und auch, glaube ich, beruhigend für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Noch eine Frage, kann man dieses Polyethylenglykol nicht einfach weglassen oder wofür braucht es das eigentlich bei dem Impfstoff? Ja, also dadurch, dass bisher diese allergischen Reaktionen so extrem selten waren, ist Polyethylenglykol ein extrem gut verträglicher Stoff. Und weil er so extrem gut verträglich ist, wird er einfach überall eingesetzt. Und es ist theoretisch natürlich denkbar, hier eine Alternative zu entwickeln. Aber die Erfahrungen waren so gut mit dieser Substanz, dass man die eingesetzt hat. Wie bitte? Wozu braucht es dieses Polyethylenglykol? Genau, das Polyethylenglykol. Ist das ein Stabilisator oder was ist das? Ja, das Polyethylenglykol wird gebraucht, damit die mRNA in einer Lipidhülle festgehalten werden kann. Diese Lipidhülle würde auseinanderfließen wie ein Tropfen Öl, wenn man nicht Stabilisatoren einsetzen würde, die diese Lipidhülle zusammenhalten. Und dieses Lipid wird benötigt, damit die mRNA ins Zellinnere gehen kann. Wir brauchen ein Lipid, was mit der Zellmembran so fusionieren kann, dass die mRNA in die Zelle hineingeht und letztlich das Protein, also den Eiweißstoff, dann dort produzieren lässt, den wir brauchen, um überhaupt eine Immunität zu entwickeln. Das heißt, es ist quasi ein Konstruktionsmerkmal der Hülle für die mRNA, die notwendig ist, damit die überhaupt funktionieren kann im Körper. Und weil die Erfahrung so extrem gut war mit dem Polyethylenglykol und auch weiter ist, hat man eben darauf gesetzt, weil es in vielen, vielen anderen Medikamenten schon erfolgreich und ohne große Probleme eingesetzt wird.
von den ganzen vielen Hautreaktionen, die Sie gezeigt haben, gibt es ja ganz viele unspezifische, also die bei verschiedenen Impfungen oder auch Virusinfekten vorkommen können, also nichts typisch für Covid-19, außer vielleicht diese Fußveränderung bei den Kindern, ja. Oder habe ich das richtig rausgehört? Also genau, die Fußveränderung. Möglicherweise eine typische, ja. Oder ein klinisches Zeichen für eine Covid-19. Ja. Ja, und es ist vor allem die Reaktion, die uns noch am meisten beschäftigt, weil wir sie am wenigsten verstehen. Der Windpockenausschlag ist auch hochspezifisch. In der Pandemiesituation, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Windpocken hat, geringer, als dass er sozusagen Corona-induzierte Ausschläge bekommt. Aber bei diesen Zehen ist eben die große Frage, wie kann es sein, dass so viele von denen, die diese Zehen entwickeln, im Corona-Test negativ sind? Und das ist ja sozusagen eine Kohorte, die noch untersucht gehört, wo wir auch gar nicht wissen, ob denen dann eine Impfung ausreicht, um immun zu sein, weil sie eben doch schon ein schlafendes Immunsystem haben. Also da gibt es noch viele Fragen, die offen sind. Wir wissen, dass ähnliche Reaktionen auftreten bei Interferonopathien, also bei Immunlagen, die eine besonders starke innerhalb Immunantwort hochfahren können, die entwickeln auch solche Veränderungen. Vielleicht sind diese jungen Menschen einfach so robust und so stabil in ihrer Immunreaktion, dass das so ein Zeichen einer sehr, sehr stabil entwickelten Immunantwort ist. Ist denn untersucht worden, ob diese Kinder mit diesen Frostbeulen ähnlichen Veränderungen, ob die Covid-19 Antikörper im Blut haben? Ja, auch das ist untersucht worden. Und auch da ist es so, dass also nur ein kleiner Prozentsatz der Kinder wirklich die Antikörper dann zeigt. Auch zum Beispiel, wenn in der Familie andere Familienangehörige auch Antikörper entwickelt haben, die Kinder in Bezug auf diese Familie ihre Covid-19-Dosis bekommen haben, ihre Zehen bekommen haben, haben sie trotzdem am Ende dann keine Antikörper gehabt. Also die Kausalität ist sozusagen naheliegend und trotzdem haben wir diesen Immunantwortnachweis nicht. Ja, aber trotzdem vielleicht eine wichtige Info für die Berufsgruppe der Lehrer und Lehrerinnen, die jetzt zuhört, oder auch natürlich der Eltern, wenn bei den Kindern sowas auftritt, dass man es zumindest im Kopf hat und das Kind vielleicht dann testen lässt. Ja. Gut, lieber Herr Biedermann, vielen, vielen Dank nochmal für diesen wunderbaren und sehr interessanten Vortrag. Schön auch von Ihnen, dass Sie so viele Fragen gestellt haben. Dann darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und für die Diskussion und freue mich schon auf die nächste Sitzung mit Ihnen am nächsten Mittwoch, wieder um 18.15 Uhr und wir haben wieder ein ganz tolles Thema für Sie. Es geht um die Prävention, also die Prophylaxe von Infektionskrankheiten. Im Kontext mit Corona natürlich etwas, was man sich nicht entgehen lassen darf. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Auch von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.